Was bisher geschah. Wo ist Schattenspieler? Dann finde ich ihn ebenso. Sie fordern einen zum Tag-Team heraus. Ich werde ab sofort die komplette Kontrolle übernehmen. Creep Van, du bist der Nächste. Tier 1, ich werde wohl wieder auf Zodiac vertrauen. Freut mich, von dir zu hören. Wie wär's, hast du Lust auf ein kleines Spiel? Wir sagen beide eine Engine, die der andere nicht spielen darf. Ich spiele dein Spiel mit. Ich sage Zodiac. Kannst du gerne machen. Ich wähle Paleozoic. Du hast keine Chance gegen mich. Ich werde dich zerstören. Duell. Ich fange an. Ich beschwöre zunächst meinen Gofu und nutze seinen Effekt. Dann setze ich ein Monster und du bist dran. Kannst du auch mehr als dich nur zu verteidigen? Ich beginne mit meinem Spielzeugautomaten und nutze seinen Effekt. Danach suche ich mir eine Zauberkarte durch mein Monster. Dann aktiviere ich Fusion und rufe meinen Tiger aufs Spielfeld. Durch ihn kann ich jetzt 3 Karten zerstören. Dann ziehe ich durch mein Kuscheltier eine Karte und lege meinen Spielzeugautomaten auf den Friedhof. Durch ihn darf ich mir dann gleich einen Pinguin suchen. Dann rufe ich jetzt mein mächtiges Fusionsmonster. Dank Pinguin darf ich 2 Karten ziehen und durch mein Monster kann ich Tiger wieder aufs Spielfeld rufen. Dann rufe ich eine weitere Fusion aufs Spielfeld. Du vergisst, dass ich einen Token habe, der mich schützt. Glaubst du wirklich? Ich aktiviere Raigeki. Das war's. Ich habe eine Angriffskraft von 13.900 ATK. Ich sehe ein, das Spiel ist verloren, aber das zweite werde ich nicht verlieren. Wenn du denkst. Ich fange wieder an. Ich beschwöre meinen Tin Goldfish und nutze seinen Effekt. Dann nutze ich den Effekt meines beschworenen Apparats. Ich beschwöre einen weiteren Apparat aus meiner Hand. Dann beschwöre ich meinen Trapjack 6C. Zeig mal, wie du dagegen ankommst. Mehr willst du mir nicht entgegenstellen? Das ist ein Fehler. Ich beginne wieder mit Spielzeugautomaten und darf mir jetzt ein Monster suchen. Dann spiele ich meine Fusionskarte. Ich rufe meinen Tiger. Halt, du vergisst, dass ich jetzt eine Falle aus meinem Deck aktivieren kann. Ich aktiviere bodenlose Fallgrube. Mir doch egal. Zunächst darf ich durch meine Katze die Fusionskarte wieder auf die Hand nehmen. Und dann zerstört mein Tiger dennoch deine beiden Monster. Na und, ich aktiviere den Effekt vom goldenen Apparat und kann einen weiteren aus meiner Hand beschwören. Willst du auch mal was Sinnvolles tun? Ich mach weiter. Spiele wieder meine Fusionskarte aus, um so meinen Kraken zu rufen. Durch mein Monster darf ich mir wieder eine Karte suchen. Dann lege ich meinen Spielzeugautomaten im Friedhof, um so mir ein Kuscheltier-Hund zu suchen. Ich beschwöre meinen Hund und aktiviere seinen Effekt. Dann aktiviere ich meine Zauberkarte und rufe hiermit meinen Wolf. Mein Wolf darf jetzt 4-mal angreifen. Das war's. Attacke! Ah, was für eine Zerstörung. Ich hab doch gesagt, ich werde ihn vernichten. Seitdem ich entfesselt bin, kann mich niemand aufhalten. Nur noch 2 Spieler. Ich komme. Ich werde alle Spiele gewinnen. Ich weiß, du willst dich von ihm lösen, aber halte dich noch zurück. Du kannst ihn alleine nicht besiegen. Warte auf mich und ich werde dir helfen. Ein Freund.